Was für Kunden oder Leute haben Sie? Also wir haben sehr viele Schweizer Gäste. Ja, oft wird es geschenkt zur Hochzeit, zu Geburtstagen. Schön. Sind meistens junge Paare, aber manchmal kommen auch ein bisschen ältere Leute. Und ja, seit einiger Zeit auch immer wieder ausländische Gäste, weil wir seit etwa einem Jahr bei Airbnb uns angemeldet haben. Okay. Und jetzt ist das plötzlich sehr international. Wir haben Gäste aus China. Ja, Airbnb ist wirklich international. Australien, Europa, überall her. Warum denkst du, dass Agrotourismus gut für die Umwelt und eine nachhaltige Aktivität ist? Also ich denke, allgemein ist es so, dass auf den Bauernhöfen, wo Agrotourismus angeboten wird, sehr oft eigene Produkte direkt vom Hof oder aus der Region verwendet werden. Und ich denke, die Landwirte sind sich sehr bewusst, dass sie auf die lokalen auch Unternehmungen, die lokalen Geschäfte, Produzenten angewiesen sind und dann auch dort einkaufen oder Handwerker aus dem Dorf berücksichtigen. Von daher denke ich, ist es eher nachhaltiger als irgendein Hotel, eine Kette. Das ganze Glasse-Sortiment ist von einem befreundeten Bauernhof. Wir machen immer eigenes Brot, eigene Kuchen, probieren saisonal das zu berücksichtigen. Fleisch und Käse kommt aus dem Kanton Schwyz. Und macht ihr auch Honig oder? Weil es gibt ein Gebäude, Bienenhaus. Genau, aber das Bienenhaus, wir haben früher Honig produziert und die Bienen sind leider alle gestorben. Das Häuschen ist ein bisschen noch leer gestanden und war sehr baufällig. Und da haben wir uns entschieden, dass wir ein Gästehäuschen daraus machen, wo man übernachten kann. Den Honig beziehen wir jetzt aus der Nachbarschaft. Und was ist für dich das Wichtigste zwischen biologischen und lokalen Produkten? Eben, du hast mir gesagt, dass es für dich wichtiger, lokale Produkte zu haben. Ja, weil ich denke, weil der Transportweg dann halt sehr kurz ist und man auch besser berücksichtigt, dass die Produkte saisonal sind. Biologisch kann von irgendwoher in der ganzen Welt kommen und das denke ich muss nicht unbedingt ökologisch sein. Aber ich denke, wenn man regional und biologisch beziehen kann, dann ist das perfekt. Bei uns ist dann halt eher, wir bevorzugen dann eher regional statt biologisch aus dem Ausland. Aber wenn es sowohl als auch, denke ich, das ist perfekt. Perfekt, danke. Ja, gern geschehen.